Der Datenjournalismus ist überall. Er ist auch hier. Und zwar in Form von Silke Grunwald. Silke ist seit letztem August beim Beobachter. Sie hat sich zurück an die journalistische Front gewagt und ist wieder am Recherchieren und Schreiben. Nebst dieser Tätigkeit ist sie Vorstandsmitglied von investigativ.ch und sie ist Präsidentin des Journalism Fund. Wir heißen dich herzlich willkommen, Silke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss dazu sagen, ich war auch einmal eine kurze Zeit lang Vorstandsmitglied von opendata.ch. Warum ich mich dafür immer noch einsetze, das hoffe ich, das mache ich in den nächsten 20 Minuten klar und deutlich. Der Begriff ist schon beim Vorredner gefallen, Datenjournalismus. Ich glaube, das ist auch mittlerweile so weit angekommen, dass jeder zumindest meint, was damit anfangen zu können. Was heißt das denn überhaupt und schlussendlich, was heißt evidenzbasiertes Arbeiten? Da haben sich viele Kollegen Gedanken gemacht, zum Beispiel Lorenz Matzert, ein deutscher Kollege, somit der erste Datenjournalist, der in Deutschland das Ganze aufgegriffen hat, bevor es dann auch in die Schweiz kam. Das ist eine sehr lange Definition. Was ich da rauspicken möchte, ist einmal, ich meine, Datenjournalismus ist gar nichts Neues, sondern es ist schlussendlich eine Weiterentwicklung dessen, was in den gerade im angloamerikanischen Raum als Computer-Assisted Reporting bekannt geworden ist. Wenn ich das runterbreche für mich, für meine Arbeit heute, ich spreche immer von mir als Journalistin, ich bin nicht per se Datenjournalistin, ich spreche nämlich auch mit Leuten, deswegen bin ich keine Interviewjournalistin, sondern eben, ich bin eine Journalistin, die aus verschiedenen Quellen versucht, ihre Informationen bestmöglich und wahrheitsgetreu zusammenzutragen, mit dem Ziel, Missstände aufzudecken. Dazu gehören Gespräche, dazu gehören Interviews, dazu gehört aber auch die Arbeit mit Daten, die mir aus verschiedenen Quellen auf verschiedene Arten und Weisen zur Verfügung gestellt werden. Und Gleiches gilt auch für Dokumente, eben mit dem Ziel, evidenzbasiert zu arbeiten. Eben Datendokumente, was ist das? Eben alles, was ich in irgendeiner Form mit einem Computer verarbeiten kann, das zählt für mich zu der Schublade Datendokumente. Dazu gehören die offenen Daten der SBW, mittlerweile offen. Ich war auch daran beteiligt an einem Hackday-Projekt. Da haben wir mit den Daten so im semi-legalen Raum noch gearbeitet. Das war, meine ich, 2012 und das war so eine der größten und ersten Visualisierungen, die wir damals noch bei der Neuen Zürcher Zeitung umgesetzt haben. Eben alles, was ich verarbeiten kann mit einem Computer. Das sind Excel-Tabellen vom Bundesamt für Statistik, eben die SBB-Daten beispielsweise. Das sind aber auch Satellitenbilder, wenn wir uns in Krisen- und Kriegsgebieten aufhalten, respektive von hier aus dort recherchieren. Das sind auch PDF-Reporte, die uns über das Öffentlichkeitsgesetz zur Verfügung gestellt werden, gerne auch mal mit schwarzen Balken geschwärzt. All das zähle ich zu Daten und Dokumenten, um evidenzbasiert zu recherchieren. Eben, es gibt diesen Document Trail, wie das die Kollegen von den investigativen Reportern und Editoren in den USA nennen. Und es gibt eben auch den Personenteil, den darf man nicht vergessen. Ganz einfach, eine Excel-Tabelle vom Bundesamt für Statistik, die wurde irgendwann mal wahrscheinlich von einer Person angelegt. Also es ist wertvoll für mich, gerade wenn ich nicht Firmen in dem Gebiet bin, dass ich auch mit dieser Person spreche. Also es gibt immer den Teil, das sind die Daten, das sind die Dokumente und dazu gibt es eine Person, eine Expertin und einen Experten, die das viel besser wissen. Das gilt gerade für mich als Reporterin. Das heißt nämlich, wenn man sich Reporterin nennt, bei uns zumindest auf der Redaktion, wir haben keine festen Dossiers, sondern wir springen von Dossier zu Dossier. Und ich kann davon ausgehen, dass da draußen viele Leute sich viel besser auskennen, beispielsweise Missstände auf der Baustelle, was wir jetzt gerade veröffentlicht haben, als ich das tue, die jetzt gerade mal 4 Wochen Zeit hatte, da einen Blick reinzuwerfen. Deswegen ist es beides wichtig. Ich brauche Dokumente, ich brauche Papier, wenn man so möchte, wenn auch in digitaler Form, und ich brauche Personen, mit denen ich sprechen kann. Ein Kollege und ich, wir haben uns dann aber mal die Mühe gemacht, das ist Friedrich Lindenberg, ein deutscher Kollege, mal wie eine Matrix anzulegen, um ja rauszubekommen, wo bekommen wir eigentlich unsere Daten und Dokumente her. Weil wir immer wieder gefragt worden sind, gerade von Einsteigern in den Journalismus, eben, wir lesen diese Geschichten, aber wo habt ihr eure Quellen? Und wir haben das dann mal unterteilt zwischen die möglichen Formen einer passiven oder aktiven Akquise, wie wir das
positiv formuliert, positiv formulieren wollte, und zwischen der freiwilligen und der unfreiwilligen Weitergabe. Und da ist eben, sind die offenen Daten sind sozusagen ein Viertel, wenn man so möchte. Daneben ist es genauso wichtig, dass wir einfach die Leute, die Quellen, mögliche Quellen fragen. Fragen kostet nichts. Wenn ich dann eine Antwort bekomme, die mir den Zugang verwehrt, dann habe ich in Deutschland, als auch hier in der Schweiz, die Möglichkeit, über das Öffentlichkeitsgesetz zu gehen. Anders sieht es aus in Österreich, die diese Form der Informationsfreiheit nicht kennen. Auch das haben wir mittlerweile viel Übung im gesamten europäischen Kontext. Unfreiwillig wird es dann, wenn wir sagen, okay, ihr gebt uns die Daten nicht, sie sind zwar aufgeschaltet im Netz, ihr gebt sie aber uns nicht im maschinenverarbeitbaren Format, dann holen wir uns die Informationen. Das haben wir auch schon gemacht. Dass wir mit kleinen technologischen Hilfsmitteln, beispielsweise einem Scraper, dann auch versuchen, Informationen zu automatisieren oder den Informationszugang zu automatisieren. Und dann gibt es natürlich so die Königsklasse, wenn man so möchte, der Investigation. Da geht es dann in der Tat darum, dass uns jemand Informationen an die Hand gibt, also das berühmte Datenleck, was man nicht mehr und mehr Bewusstsein erlangt hat mit den verschiedensten Papers, die durch das ICLJ veröffentlicht worden sind. Das muss man fairerweise sagen, das passiert sehr, 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 sehr selten, wenn man nicht Teil einer größeren und damit auch ja, Infrastruktur ist wie dem ICLJ. Ich habe Beispiele mitgebracht und möchte beginnen mit dem Thema der Parteienfinanzierung. Mir wurde heute Morgen so eine Initiativunterschriftstextli mitgegeben, was ich sehr schön finde. Ich darf leider ich brauche noch 2 Jahre, bis ich da mitstimmen dürfte oder unterschreiben dürfte. Das ist ein Beispiel, wo wir einfach mal gefragt haben. Das war bei den letzten Wahlen in der Schweiz, weil wir festgestellt haben, als wir so das große Potpourri mal aufgemacht haben, was können wir machen im Zuge der Wahlen, haben wir festgestellt, dass neben Schweden die Schweiz das einzige Land ist auf dem europäischen Kontinent, das keine Form der Regulierung im Bereich der Parteienfinanzierung kennt. Jetzt war uns auch klar, da werden wir mit einem Leck nicht weiterkommen, beim Leck wird es nicht allumfänglich uns weiterbringen, wir können nicht scrapen, es gibt nichts im Netz. Wir können auch nicht einfach mal das BFS fragen, weil dort wird es nicht gesammelt. Also haben wir alle kantonalen Parteibüros angefragt, das waren über 2000 Stück, und haben sie gebeten, zu einem einfachen Fragekatalog, einen einfachen Fragekatalog von 6 Fragen zu beantworten. Was wir auch gemacht haben, wir haben eine Frage offen gelassen, wo dann die Möglichkeit stand, das zu kommentieren, und das fiel mal freundlicher, mal weniger freundlich auch. Auch das haben wir schlussendlich dann veröffentlicht. Eben, das war viel Arbeit, aber ich meine, das war es wert, weil das erste Mal überhaupt so eine Übersicht gab, was passiert denn da eigentlich finanziell. Das zu verifizieren ist schlicht unmöglich, haben wir festgestellt, sondern wir haben das im guten Glauben angenommen, dass die Angaben, die uns an die Hand gegeben worden sind, von teilweise sehr detaillierten Zahlen bis hin zu den Antworten, wir wissen es auch gar nicht, dass wir sie einfach publizieren und zeigen, haben das aber auch in der Form dann auch vertextet. Ein anderes Beispiel, wo wir in der Tat mit dem Öffentlichkeitsgesetz gearbeitet haben und nämlich nicht nur in der Schweiz, sondern auch auf europäischer Ebene, war ein Projekt, was wir lanciert hatten 2012, The Migrants Files. Und da ging es darum, viele nennen das Industrie mittlerweile, diese Flüchtlingsindustrie in Anführungsstrichen, ganz furchtbares Wort, zu schauen, was hängt denn da wirklich dran? Um wie viel Geld geht es denn da wirklich? Das ist so ein Begriff, der wird lapidar genutzt. Und wir haben das auch versucht, über Anfragen natürlich zu klären, haben festgestellt, da kommen wir nicht weiter und haben dann in verschiedenen europäischen Ländern das Informationsfreiheitsgesetz oder eben das Pendant in der Schweiz, das Öffentlichkeitsgesetz, genutzt und konnten dann eine einigermaßen Säcke-Aufstellung machen, was das bedeutet im europäischen Kontext. Eine andere Geschichte, da geht es um Scraping. Die haben Kollegen gemacht und wir haben das dann weitergezogen. Wir haben uns mal angeschaut, was Airbnb und Uber machen in der Schweiz. Da kann man viele Anfragen stellen. Die werden dann auch sicher, je nachdem, wie vehement man sie stellt, werden die auch schön weitergeleitet, immer weiter nach oben, nach oben, nach oben, bis man dann in San Francisco landet zum Teil. Aber die Antwort zu den Daten, was passiert denn eigentlich oder was sehe ich denn da eigentlich auf einer Plattform wie Airbnb, also wie viele Anbieter gibt es, wie viele Betten werden da vermietet und so weiter und so fort. All das, was das Unternehmen weiß, was auch eigentlich auf der Hand liegt, das wird mir aber nicht in einer Form zur Verfügung gestellt, die es mir ermöglicht, da einfach mal loszulegen und eine Auswertung zu machen. Deswegen haben wir
nach dem Vorbild der Berliner Kollegen von Airbnb versus Berlin, haben das Ganze nochmal wiederholt für die Schweiz und haben uns dann aber zusammengetan mit dem Tourismusobservatorium im Wallis, die das auch machen. Und haben dann erstmal ganz blöd angefangen, also ganz blöd, ganz einfach, wir haben Ergebnisse verglichen, also ist das, was wir da gescraped haben, ist das denn wirklich korrekt? Und haben uns dann dort auch mit den Experten ausgetauscht, weil die das schon eine ganze Zeit länger machen und wie eine Art eine Stichprobe über eine Zeitreihe hatten, die wir nicht zur Verfügung hatten. Und daraus konnten wir dann auch eine schöne Geschichte stricken, die dann eine Titelgeschichte, meine ich, war beim Beobachter. Neben der Parteienfinanzierung, was mich auch umtreibt, ist das Thema Lobbying. Auch da gibt es so eine Minimalform von Transparenz, in dem jeden Monat die Zutrittsberechtigten zur Wandelhalle in Bundesbern veröffentlicht werden. Auch da haben wir angefragt, ob wir diese zwei Dokumente, die jeweils als PDF veröffentlicht werden, ob wir die nicht einfach in einem offenen Format bekommen können. Die werden ja eben, da sitzt ja eine Person, die tippt das ab, oder vielleicht sind sogar Personengruppen, die tippt das ab. Dann wird es als PDF gespeichert und dann wird es veröffentlicht. Und in diesen Zwischenschritte hätten wir uns gerne eingemischt und hätten gesagt, ja, da hätten wir zum Beispiel schon mal gern das eine Dokument, bevor es als PDF veröffentlicht wird. Auch das hat man verneint, auch auf mehrfache Anfrage hin. Was wir dann gemacht haben, wir haben uns einen kleinen Scraper gebaut, der jeden Monat anfänglich über die Seite geht und diese PDF runterholt und uns dann in ein maschinenlesbares Format überträgt. Und schlussendlich muss es dann auch wieder überprüft werden und natürlich auch eingearbeitet werden. Das macht sehr viel Arbeit, sodass wir uns zusammengetan haben, verschiedene Kollegen und ich, wir haben zusammen Lobbywatch gegründet. Das wirklich in der Tat, dass wir gemerkt haben, auf verschiedenen Redaktionen sitzen verschiedene Personen, die das immer wieder aufgreifen in ihrer journalistischen Arbeit, aber sozusagen ihr Dossier auch wie eine Art Hobby neben der Arbeit bewirtschaften und da immer wieder dranbleiben. Und so haben wir eben dann angefangen, über den Verein zu arbeiten. Und was wir dort machen, wir gehen den Schritt weiter. Wir schauen uns nicht nur die Zutrittsberechtigten an, sondern wir überprüfen diese Zutrittsberechtigten auch mit allen uns zur Verfügung stehenden offenen Informationen. Also das Handelsregister ist natürlich eine wichtige Quelle, aber genauso jede Webseite, auf die eine Person beispielsweise eingetragen ist als Vereinspräsidentin. Dann interessiert uns das auch. Das finden wir nicht im CEFIX oder im kantonalen Handelsregister, aber das finde ich über eine ausgefeilte Google-Suche. Wir haben uns dann ein gutes Netzwerk mittlerweile erarbeitet, auch mit Personen, die uns ehrenamtlich unterstützen, und wir haben jetzt im Frühjahr die Seite neu überarbeitet und haben versucht, das ganze Material, was wir da über die Jahre recherchiert haben, visuell so darzustellen, dass es nachvollziehbar ist, was dort vor sich geht, eben wer hängt mit wem wie zusammen, über welche Organisation, in welche Organisationsform, welche Branchen sind da vertreten und so weiter und so fort. Eine andere Geschichte ist das Rating der Bösen, das hat eine Kollegin für die Zeit ausgepackt, das ist eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, wie man auch offene Daten, die von höchstoffizieller Stelle veröffentlicht werden, wie man da auch mal dahinter schauen muss. Da geht es schlussendlich darum, dass zu den Deliktzahlen in der Schweiz auch auf einmal das erste Mal die Nationalitäten veröffentlicht worden sind. Und dann hagelte es natürlich, nicht zu verwundern, natürlich die Überschriften, wer da wie sehr kritisch anzuschauen ist von der Nationalität her. Die Kollegin Sarah Jäge hat sich dann die Arbeit gemacht, diese Excel-Tabelle zu nehmen und mal runter oder die Deliktzahl in Bezug zu den 1000 Einwohnern eines Landes zu stellen, um eine Relation herauszuarbeiten. Und dann sah das Ergebnis ganz anders aus. Also ganz vorne sind die Monegassen. Das ist so das kriminellste Völkchen, hat sie festgestellt, in der Schweiz. Und dann erst kommen die Westafrikaner. Und bei den Westafrikanern, also da muss man sich auch fragen, was ist denn Westafrika? Das ist ja viel und weit. Da musste man dann vielleicht auch nochmal das Sternchen, also die Annotation lesen, wen man denn da alles dazu zählt. Südwestafrika kam drin vor, das ist ein Begriff, der mir als Deutsche mit einer Mutter, die in Namibia gearbeitet hat, also dem heutigen Namibia, natürlich sehr, sehr klar ist. Also da lag viel politischer Druck, meine ich, auf dem BFS, das mal zu machen, Deliktzahl Nationalität, dann hat man das gemacht. Und das wurde fast schon ad absurdum geführt. Und eben die Kollegin hat das dann für die Zeit Schweiz, meine ich, sehr schön herausgearbeitet, das Rating der bösen Monegassen.
Genau, und daneben das Leck hatte ich schon erwähnt, das mag für viele als Königsklasse zählen. Selbst wir beim Beobachter haben das immer wieder im Kleinen, dass Personen und Personengruppen uns Informationen an die Hand geben, entweder ausgedruckt, wobei wir ja auch schon gelernt haben, dass das schon schwierig sein kann. Also wenn Sie das vorhaben, dann passen Sie auf welchen Drucker Sie das ausdrucken und auf welchem Papier. Wir erleben das auch, dass uns Sticks geschickt werden, die uns weitergegeben werden. Aber das ist nochmal, das ist nicht der journalistische Alltag, wie ich ihn kenne. Nichtsdestotrotz können da interessante Geschichten draus entstehen. Wir haben im Frühjahr eine Geschichte gemacht, da ging es um Geldwäscherei. Das ist eine Geschichte, die werde ich nie mit offenen Daten erzählen können, weil die Daten nicht offen sind. Sondern ich bin darauf angewiesen, dass Personen mir diese Informationen oder Personengruppen, einzelne Personen, dass mir die Informationen an die Hand geben. Und dann besteht, meine ich, die große Kunst darin, das erstmal zu verifizieren. Und das ist auch was wir gelernt haben. In den wenigsten Fällen wird das dann eine Geschichte schlussendlich. Also so schön das klingt und so gut das klingt und so sehr der Leser dann mittlerweile vielleicht auch drauf anspringt, wir haben gemerkt, dass es wahnsinnig schwierig ist. Eben, ich hatte schon was dazu gesagt, also wenn man denn etwas dann weitergibt als Leck, das ist eine Geschichte, die haben wir gemacht, da ging es um Aserbaidschan und schlussendlich ein Schweizer Anwalt, der immer als Proxy fungiert hat für die Familie der Präsidentschaftsfamilie in Aserbaidschan und hat immer schön sein Kürzel drunter gesetzt. Und uns erreichte dann wie ein Berg von PDF, da waren Audio-Files drunter, da ging es um Videodateien, also sämtliche Datenformate, wo diese Personengruppe an der Hand hatte, die wurden uns mitgegeben und wir haben dann daraus eine Geschichte gestrickt und wir haben auch einen Teil veröffentlicht, eben um zu zeigen, wie dieses Konstrukt, in dem Fall ging es um ein Telekommunikationsunternehmen, wie das gestützt wurde durch die Familie und das erst möglich geworden war und dahinter stand schlussendlich ein skandinavischer Anbieter. Eben, wir veröffentlichen dann Informationen aus so sensitiven Bereichen, wenn wir meinen, dass es die Quelle schützt, immer noch schützt, weil wir nicht riskieren wollen, dass irgendjemand gefährdet wird. Anders ist es bei offenen Daten, wie beispielsweise beim BFS, da haben wir uns mittlerweile angewöhnt, meine ich, und das geht quer durch die Redaktionsstuben, dass das im Netz mit veröffentlicht wird, zumindest über einen Link auf eine Excel-Tabelle. Eben, dann gibt es den Spezialfall der verdeckten Recherche, das darf man auch, meine ich, nie vergessen. Da wird mit vermeintlich offenen Daten gearbeitet, nämlich das, was Personen über soziale Netzwerke unter Umständen publizieren. Also auch das ist was, da kann man drüber diskutieren, darf man das, dürfen wir es nicht. Wir haben uns damals entschieden, bei der Geschichte rechtsbebildert, da ging es um ein Pärchen, sie Deutsche, er Schweizer, die gemeinsam nach Syrien gegangen sind. Und wir konnten den Weg nachzeichnen, initial einfach nur über Informationen, die über Facebook im öffentlichen Raum gelandet sind. Also wir haben uns nicht verkleiden müssen. Wir haben in der zweiten Phase in der Tat versucht, Kontakt aufzunehmen. Aber initial ging es los mit den Datenspuren, die dieses Pärchen hinterlassen hat. Also das ist auch was, wo wir merken, da herrscht eine mangelnde Sensibilität schlussendlich mit den eigenen Informationen, mit den privaten Informationen, die ich so einfach im Netz hinterlasse in meiner alltäglichen Kommunikation. Genau, den Arbeitsprozess möchte ich noch gerne mitgeben. Ich habe schon viel darüber gesprochen. Eben das eine ist, die Daten mal zu finden. Wenn sie öffentlich zugänglich sind, ist es super. Wir müssen uns darum bemühen, immer mehr auch auf der journalistischen Seite Daten zugänglich zu machen. Bei SRF haben wir da ein Beispiel, das hatte ich noch nicht gezeigt. Da haben wir uns um die Exporte bemüht von Schweizer Kriegsmaterial beispielsweise. Und das wurde dann über das Öffentlichkeitsgesetz zugänglich gemacht, nicht nur uns, sondern der gesamten breiten Öffentlichkeit. Wir haben das dann bearbeitet, sprich analysiert, wir haben es visualisiert, sodass es einfach zugänglich ist. Und ich meine darin, eben in diesem Schritt, wir finden die Daten, wir machen sie öffentlich zugänglich, wir analysieren sie auch und geben sie eben nicht nur plump heraus, sondern wir betten das Ganze ein und präsentieren das Ganze bestmöglich noch. Und das kann sein, dass es ein Radiobeitrag ist, Fernsehbeitrag, Text oder eben eine Datenvisualisierung. Das meine ich, das muss das Ziel sein, wo wir uns mehr und mehr dran gewöhnen müssten, aus journalistischer Sicht, um auch den Leserinnen, den Lesern ja, das Leben ein bisschen leichter zu machen und eben da eine Übersetzungshilfe zu bieten. Das ist anstrengend, sicherlich, dafür werden wir bezahlt. Das ist aber vor allem sehr komplex. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Und
auch das, um keine Fehler zu machen. Fehler werden uns gerade kaum verziehen. Und das merken wir auch. Eben, Technologie ist dabei unser großes Hilfsmittel. Also ich komme weg vom guten Schreiberling hin zu jemandem, der auf einmal sich mit Programmiersprachen auskennt und da auch immer mehr und mehr eintauchen muss, um gerade große Datensätze zu heben. Und dazu gehören auch bereits offene Daten, wie beispielsweise vom BFS oder vom Statistikamt in Zürich. Und dazu gibt es eine ganze Reihe an Instrumenten, die wir nutzen, wobei wir vor allem auf Open Source natürlich setzen. Das schon zwangsläufig, weil wir kaum Redaktionsbudgets haben und ich meinem Chefredaktor kaum erklärbar machen kann, warum ich jetzt beispielsweise ein sehr kostenintensives Analysetool brauche, was über Tausende von Franken kostet. Das funktioniert nicht. Deswegen sind wir angewiesen auf die Zusammenarbeit einerseits mit Entwicklern. Eben die sind sehr, sehr wichtige Personen auf der Redaktion. Und damit meine ich nicht nur für den Instandhalt der Webseite, sondern für die journalistische Arbeit. Und das andere ist in der Tat, dass es mehr und mehr Technologien gibt, die uns kostengünstig, wenn nicht ja gar kostenfrei, zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank. Fragen? Also vielen Dank für diesen umfassenden Einblick in deine Arbeit. Ich muss hier hinstehen, sonst seht ihr mich nicht im Licht. Eine Frage. Du hast wenig über die Open Data Angebote gesprochen. Wie wichtig sind die für deine Arbeit? Also Open Data Angebote heißt ja so wie so Meta. Wie dieses Portal, das Herr Kellerhals eben vorgestellt hat. Genau. Also, da muss man auch vielleicht sagen, das ist schon so Alltag geworden, dass es die gibt und dass wir uns da ganz gut zurechtfinden. Wir kommen aber gerade, wenn wir in sehr speziellen Recherchen unterwegs sind, also ich hatte das gerade Missstand am Bau, das ist jetzt gerade der aktuelle Titel für den Beobachter. Und die Daten, die ich gesucht habe, also einfach, weil ich Fragen gestellt habe und mit Personen gesprochen habe, die sind so, also die werden erhoben, das wissen wir, weil wir die Auszüge, die Extrakte kennen aus diesen Datensätzen, die dann veröffentlicht werden. Aber das große Bild dahinter, das wird nicht veröffentlicht. Das heißt, in dem Moment scheitere ich dann an dem Angebot, was im Raum steht, und muss Kontakt aufnehmen mit den jeweiligen Ansprechpartnern, um dort weiterzukommen. In dem Fall ist es uns nicht gelungen, weil wir mehrfach abschlägig davon geschickt worden sind. Und in 4 Wochen nicht die Zeit ist zu sagen, wir kommen mit dem Öffentlichkeitsgesetz. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht jetzt machen. Also das ist dann was, dann begleitet mich so eine Recherche nicht nur 4 Wochen, sondern dann geht das vielleicht auch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das machen wir schon. Deswegen, das Angebot ist da, das ist gut, das nutzen wir, aber es reicht noch nicht aus. Aber du würdest sagen, das ist ein Angebot, das du täglich nutzt. Als Feedback vorhin die Frage, wie oft nutzen Journalisten diese Portale überhaupt? Also täglich kann ich nicht sagen, weil ich auch mal irgendwie den ganzen Tag jetzt auf der Baustelle stand und da mache ich das natürlich nicht. Aber wenn ich im Büro sitze, sicherlich, ja, jeden Tag. Jeden Tag. Ich versuche da auch eben, deswegen auch dieser Arbeitsprozess, ich versuche da auch meine Geschichten herzubekommen, dass sie faktenbasiert sind im Sinne von, dass ich mit Statistiken arbeite, aber eben auch deswegen das Beispiel, das Rating der Bösen, selbst wenn das von offizieller Stelle kommt, dann muss man sich hinterfragen, was macht man damit, was sagt man damit aus. Und das liegt auch in der Verantwortung derjenigen, die es publizieren, in dem Fall das BFS. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.